Vogelstimmen lernen ist eine der schwierigsten Disziplinen der Vogelbeobachtung, die aber gleichzeitig die Beobachtungsqualität stark verbessert. Da viele aber große Schwierigkeiten damit haben, sich die Gesänge und Rufe von Vogelarten einzuprägen, möchte ich in diesem Video weitere 10 Gartenvögel mit ihrem Gesang vorstellen und erklären, sodass du ihn mit etwas Beobachtung auch erlernen kannst. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. Dieses Video ist eine Fortsetzung zu einem anderen Video, in dem ich bereits die 10 häufigsten Vogelgesänge im Garten vorgestellt habe. Darin gehe ich auf die Gesänge von zum Beispiel Rotkehlchen, Kohlmeise, aber auch Hausrotschwanz und 7 weiteren Arten ein. Wenn du das Video noch nicht gesehen haben solltest, schau es dir doch gerne im Anschluss an dieses Video an. Starten wir jetzt aber direkt mit dem ersten Vogel. Der Buntspecht ist auch in vielen Gärten heimisch. Anders als Singvögel hat er aber keinen wirklichen Gesang, sondern andere Lautäußerungen, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Zum einen trommelt der Buntspecht. Das Trommeln besteht aus schnellen Einzelschlägen, die aber im Gegensatz zu anderen Spechtarten und deren Trommeln kaum einzeln zu hören sind, weil sie so schnell hintereinander kommen. Der Trommelwirbel des Buntspechts dauert etwa 0,4 bis 0,8 Sekunden lang an. Neben dem Trommeln gibt es aber auch noch weitere Lautäußerungen des Buntspechts. Als Kontakt- oder auch Lockruf stößt der Buntspecht ein hartes, kurzes Kick aus. Dieser Ruf wird gerne immer wieder wiederholt und zwischen den Rufen wird ungefähr eine Sekunde Abstand gehalten. Machen wir weiter mit der Elster. Der wunderschöne Rabenvogel hat zwar auch einen Gesang drauf, aber den hört man deutlich, deutlich seltener als den Ruf. Während der Gesang der Elster eher rau schwatzend ist, ist der Ruf ein hartes, zweisilbiges Schäckern. Für mich hört sich der Ruf der Elster, egal ob Warnruf oder Kontaktruf, nach einer Streichholzschachtel an, die geschüttelt wird. Als nächstes wollen wir uns den Gartenbaumläufer genauer ansehen. Neben seinem durchdringlichen, sehr klaren Ruf, der das ganze Jahr über zu hören ist, hat er auch einen sehr einprägsamen Gesang. Seine Strophe ist recht kurz, etwas holprig und hört sich nach einem Tü-di-düdü-di an. Aber hört einfach mal selbst. Machen wir weiter mit der Goldammer. Der Vogel, der auch viel in der offenen und halboffenen Kulturlandschaft zu sehen ist, ist vor allem aber auch in einigen Gärten heimisch. Ihr Gesang lässt sich mit folgender Eselsbrücke bestens beschreiben. Ich hab dich so lieb. Kommen wir nun zum Grünfinken. Dieser hat zwei total verschiedene Gesänge drauf. Zum einen einen recht einfachen, schon fast krächzenden Laut. Zum anderen aber auch einen fröhlichen, recht langen Gesang, der schon fast an einen Kanarienvogel erinnert. Er besteht aus verschiedenen Zwitscherlauten, einigen Pfiffen und immer wieder hört man auch dieses charakteristische Trillern dazwischen. Fahren wir fort mit dem Kleiber. Der eigentliche Waldbewohner findet immer wieder seinen Weg in verschiedene Gärten, vielleicht auch einfach nur angelockt vom leckeren Vogelfutter. Kleiber sind sehr vielseitig, was ihr Stimmrepertoire angeht. Sein Gesang kann man durchaus mit einer Abfolge von Pfeiftönen beschreiben.
aber auch trillernde Komponenten können mit eingebaut werden. Kleiber sind so vielseitig, dass neben diesen Pfeiftönen oder auch Trillerlauten auch ein rhythmischer, eher langsamer Gesang und Ruf abgespielt werden kann. Diesen hören wir uns jetzt auch noch gemeinsam an. Die Mönchsgrasmücke ist da etwas leichter zu bestimmen. Sie ist nicht ganz so variabel und ihr Gesang des wirklich schwarzkappigen Männchens ist durchaus melodisch. Er beginnt typisch wie bei den meisten Grasmücken eher schwätzend, endet aber in klaren, wehmütigen Flötentönen. Damit ist das dann auch der wesentliche Unterschied zur Gartengrasmücke, die ja auch in dem einen oder anderen Garten heimisch ist. Unser nächster Vogel macht weniger mit seinen Lautäußerungen auf sich aufmerksam, sondern vielmehr mit seiner süßen Gestalt. Die Rede ist natürlich von der Schwanzmeise. Ihr Gesang ist ähnlich wie bei der Elster sehr selten zu hören, die verschiedenen Rufe hört man allerdings doch sehr häufig. Die rastlosen Vögel geben ein dreisilbiges hohes Sri-Sri-Sri von sich. Zudem sind trockene, schnalzende Trillerlaute zu hören. Widmen wir uns jetzt dem Gesang des Stieglitzes. Der wunderschöne Vogel mit dem roten Gesicht ist zwar nicht besonders laut, aber eigentlich ist der Gesang recht einprägsam. Neben Trillerlauten und viel Herumgezwitscher kommt auch immer wieder der Ruf im Gesang vor. Insgesamt hört sich der Stieglitz sehr unruhig, fast hastig an. Auch die Sprünge zwischen den einzelnen Tönen sind recht groß und wirken damit etwas zufällig. Einige der Gesänge in dieser Folge waren bestimmt nicht ganz einfach zu erlernen. Da bedarf es einfach noch mehr Übung, sei es draußen in der Natur oder mit Hilfe meiner Videos. Viel, viel weniger Übungsbedarf braucht man vermutlich beim Erlernen des Gesangs des Zipzalps. Dieser ruft mehr oder weniger seinen Namen. Der zweisilbige Gesang ist sehr rhythmisch und besteht aus einem höheren und einem niedrigeren Ton, die immer wieder wiederholt werden. Das waren auch schon wieder 10 weitere Gartenvögel und ihre Gesänge. Wenn du noch weitere Tipps zum Vogelstimmenlernen benötigst, schau dir gerne mal meine Eselsbrücken-Videos an oder auch den ersten Teil dieser Serie, in dem ich bereits, wie vorhin schon angesprochen, die 10 häufigsten Gartenvögel und ihren Gesang vorgestellt habe. Außerdem kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen weiteren Lebensraum du in dem nächsten Video sehen möchtest. Möchtest du eventuell 10 Waldvögel vorgestellt bekommen oder doch lieber 10 Vogelarten des Offenlands oder hast du ganz andere Vorschläge? Zum Schluss des Videos möchte ich noch gerne kurz für den Birdbeats Podcast machen, denn zusammen mit 3 Freunden besprechen wir wöchentlich in einer Folge des Birdbeats Podcasts aktuelle Themen der Vogelbeobachtung. Das Ganze ist dabei sehr informativ und ich finde auch durchaus unterhaltsam. Ich habe euch den Link zum Birdbeats Podcast auf Spotify in die Videobeschreibung gepackt. Es gibt ihn aber auch auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Hört gerne mal rein. Zum Schluss würde ich mich sehr über eine positive Bewertung dieses Videos und ein Abo freuen, falls du neu sein solltest. Tschüss und bis zum nächsten Mal.